Okay, Jungs. Kommen zusammen. Der Verein ist der Meinung, mit dem vorhandenen Trainerteam, es ist zu wenig, es reicht nicht aus. Wir brauchen Kompetenz dazu, wir brauchen Innovation dazu und wir haben uns, ich glaube, den intelligentesten, den kreativsten, aber auch den strengsten Trainer eingekauft, den wir uns leisten können. Okay? Und begrüßen wir ihn. Ab heute weht ein neuer Wind. Also erst noch mal eine Frage. Wer hat schon mal bei Bayer Leverkusen gespielt? So, erst mal vielleicht ganz wichtig, damit wir hier uns alle kennenlernen. Alle mal bitte vorstellen. Name, Auto, Beziehungsstatus. Los geht's. Beschko, Ford. Beziehungsstatus? Nächster. Kessler, Ford, S-Max. In der Beziehung. Okay. Helmes, Mondeo, Frau und Kind. Horn, Kuga, Freundin. Fahrt ihr auch anständige Autos oder was hier? Die Geike, Kuga, vergeben. Hast du einen Führerschein? Glückwunsch. Kann aber nicht lange her sein, oder? Okay. Ihr wisst, ich bin der neue Technik- und Konditionstrainer. Kondition heißt in erster Linie mal laufen, oder? Ich fahr vor. Ihr lauft hinterher, okay? Hopp, 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 hopp. So, zacki. So. Okay, okay. Okay, okay, okay. Leute, so wird das niemals in der Bundesliga. Kommt, dranbleiben, dranbleiben. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Ich schlage vor, wir üben erstmal, das ist ganz wichtig, fürs nächste Jahr für die Relegation, Elfmeterschießen. Die Schützen stehen hier, ja, und müssen sich mit einem Arm auf den Boden um sich selbst drehen, und zwar exakt 20 Mal. Also 1, 2, 3, sagen wir 15, ja? 15 Mal. Und wenn ich Hopp sage, rennt ihr los und schießt den Elfer rein. Wer trifft gegen mich, der bekommt von mir etwas ganz Besonderes, und zwar ein Lob. Okay? Okay, los geht's. 1, 2, 7, 8, 9, und hopp, hopp, hopp! 7, 8, 9, 10, und hopp! Was ist denn da los? Wenn sowas nicht, ist die Mannschaft nicht belastbar, wo ist das Problem? Ich bin dankbar für diesen neuen Trainingsreiz. Ja. Wir haben die nicht umsonst eingekauft, muss ich ehrlich sagen. Und, Selbstverständlich. Okay, pass auf, ihr geht abwechselnd ins Tor, ich schieße 10 Elfer. Wie viel kriege ich rein? Drei. Ja, drei. Drei. Maximal vier. Maximal vier. Pass auf, wenn ich drei reinkriege, ja? Wenn ich drei reinkriege, dann gibt's für euch von der ganzen Mannschaft Arschschießen. Ja? Wenn ich nur zwei reinkriege, weniger als drei, dann gibt's für mich Arschschießen, okay? Achtung! Oh! Okay. Ich habe noch zwei. Ich muss zwei von zwei machen jetzt. Ja! Yeah!
kriege ich Arschschießen und das kann unglaublich wehtun. Von wo schießt ihr denn Arsch? Aber 16 Meter, oder? Was? 5 Meter? 11 Meter, okay. Okay. Also. So. So, mehr nicht. So. Was denn in der Kopf? Haben wir noch. Was ist denn los mit euch, Leute? Soll ich selber schießen? Was wir brauchen, ist eine neue Torchoreografie. Es ist immer nur, hey, yeah. Ich mach's mal gerade vor. Trikot aus. Ja, du musst das Trikot ausziehen. Ja, ja, dann gelbe Karte schon wegen Trikot ausziehen. Ja, so, Provokation. Ja, drei gelbe Karten. Dann. Oder ich hab eine super Idee. Ich hab eine super Idee. Nochmal. Nochmal. Ja! 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 Da 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 so, und noch ein. Komm, noch eine Idee. Jetzt zimmer ich richtig rein, jetzt. Oh! Yeah! Yeah! Zum Beispiel, der Trainer macht jetzt kurz mal weiter. Ich brauche jetzt den einen oder anderen zum Einzelgespräch. Hast du schon mal ein Tor geschossen in dieser Saison? Jetzt am Sonntag. Ach ja, na klar, ja. Sicher. Okay. Was wird dann immer gespielt? Wenn der Trommel schickt. Okay? Denn wenn der Trommel schickt. Und man trecke durch die Stadt. Lauter! Und jeder hätte gesagt, Kölle Allah, Kölle Allah. Denn wenn das Trommelsche geht. Wenn der Matrosch mit ihr. Denn wenn das Trommelsche geht. Ein Sturm all parat hinter dem Trommelsche. Und der trecke durch die Stadt. Und jeder hat gesagt, Kölle Allah, Allah, Kölle Allah. Sehr gut, Uca, Test bestanden. Okay. Nächstes Jahr Champions League, oder? Ja, klar. Auch wenn der Trainer sagt, wir wollen nicht absteigen. Ja. Ich sage, wir wollen in die Champions League. Du hast ja auch eine Weile bei Leverkusen gespielt, ja. Damals. Ne? Scheiß Leverkusen. Wir singen Scheiß Leverkusen. Brüder? Scheiß Leverkusen. Wir singen Scheiß Leverkusen. Aber es sind tolle Texte, die du einfallen lassen hast. Ein Rudi Völler. Das geht auf alles. Es gibt nur ein Rudi Völler. Bei Scheiß Leverkusen. Es gibt nur ein Rudi Völler. So, was hast du so für eine Freundin? Die Fußballer haben ja immer so die, sagen wir mal, die zweite, dritte, vierte von Germany's Next Topmodel, haben ja die Fußballer meistens als Freundin. Ja, ich hab die eins. Du hast die eins? Gleichzeitig Vorsicht! Hooligans! Ihr kennt das alle, die Königsdisziplin im Fußball ist es, die blonde Sportmoderatorin am Spielfeldrand aus der Aufwärmphase heraus am Kopf zu treffen. Ja, das ist unser sogenannter Jessica Kastrop-Gedächtniswettbewerb. Habt ihr mich verstanden? Ja. Habt ihr mich verstanden? Ja, ja, Sir! Okay, los geht's. Ja! Das ist ein bisschen höher. Das war der Beste. Helmes? Ja! Helmes! Patrick Helmes! Der erste Platz
Okay, ist das nicht toll? Geil, ja. Hinten mit dem Ball hier dran. Nach der Meisterschale wird es sowas nicht. Okay, das heißt, der FC Köln ist gut vorbereitet. Natürlich nicht unwesentlich durch meine Mitarbeit auf die erste Bundesliga. Das Ziel ist Champions League. Das habe ich mit Uca und mit Helmes und mit Bigalke abgemacht. Ja, aber die spielen ja nicht. Okay, zum Schluss will ich von allen noch einmal ein kräftiges Schalalala. So, sind alle weg jetzt, ne? Gelegenheit macht Diebe, sag ich immer. Danke. So, eins ist klar. Nächstes Jahr ist das Ziel Champions League. 5 Spieler vom FC sind auch hier. Nochmal hier. Ja. Danke, danke. Ist gut. Alles Gute für die nächste Saison. Allerdings für den FC gilt auch: Wer verliert, wird kastriert. Ja.